Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Ihr Lieben, auf dem Weg zur Werkstatt braucht einen Ölcheck und neue Winterreifen. Ja, was heute schon wieder passiert ist, also Thema Halskragen ist ja echt ein leidiges Thema, weil es ja so oft passiert, dass die Besitzer sagen, ja, mein Hund kommt da gar nicht mit klar, der bollert überall dagegen, der kommt mit dem Trinken und Fressen nicht klar, obwohl wir schon immer so viele Empfehlungen geben, wie zum Beispiel das Futter auf ein kleines Podest stellen, dass die den Halskragen drüber stülpen können. Wir machen das mit dem Halskragen ja nicht aus Spaß, sondern es hat ja einen Grund. Und der Grund ist nicht, dass wir das machen, weil wir Hunde quälen wollen, dass die damit überall anbollern, dass die sich nicht wohlfühlen, dass die gestresst sind und so weiter. Aber es ist einfach so, dass wir heute einen Kunden hatten mit einem großen Mischling, weiß gar nicht, Berner Sennenhund mit kurzen Haaren, irgendein Mischling, aber so schon so 35 Kilo. Sehr ängstlicher Hund, das ist ja dann auch für Nachsorge auch immer noch mal extra ein super Spaß und weder für uns noch für den Hund angenehm, noch für den Besitzer, wenn der super ängstlich ist und auch so Sachen wie mal kurz eine Wundkontrolle oder ein Verbandswechsel schon einen riesen Stressfaktor bedeuten. Insbesondere, wenn er dann häufiger in die Praxis muss. Ja, dieser Hund, den haben wir kastriert, die Wunde super, haben heute die Fäden gezogen. Heute zweiter Verbandswechsel, weil der an der Seite am Ballen, also so an den Ballen ziehend, aber innen eher an der normalen Haut, also Ballen war nur zum Teil betroffen, so ja, eine Wucherung hatte, die so ein bisschen aufgepilzt war und einfach nicht heilen wollte, weil er halt immer auch dran schleckt. So, was haben wir gemacht? Okay, wir haben gesagt, wir sind ja eh in Narkose. Wir operieren das gleich mit, bietet sich ja an, dass wir schon eine Narkose haben. Alles gut, okay. Verband, aber zusätzlich noch, weil die sagten, der schleckt oft dran, einen Halskragen. Okay. Halskragen ist ganz wichtig, immer deutlich länger als die Schnauze, weil natürlich Hunde das schaffen, sich vorne die Pfote reinzustecken oder halt auch mal irgendwie sich den so zu verbollern und verbiegen, dass sie halt gut drankommen zum Schlecken. Okay. Auch wenn es hinten ist. Wenn wir zum Beispiel eine Augen-OP hatten, dann kommen die nicht so rum. Da reicht das, wenn das genau Schnauzenlänge hat. Da darf er ein bisschen kürzer sein. Aber das ist die einzige Ausnahme. Okay. Wir natürlich entsprechend groß ausreichenden Halskragen genommen. Dann haben wir den Hund nochmal einbestellt zum Verbandswechsel. War alles super. Jetzt war wohl gestern der Verband feucht geworden und auch gerutscht. So. Problem: Der Hund hatte dann daran geleckt. Alle Fäden rausgebissen, Wunde offen. Ist an der Pfote super. Vor allen Dingen ist das dran lecken super, wenn die Fäden raus sind, wenn die Wunde jetzt offen ist, wenn Bakterien drin sind. Ja, und da haben wir Verbandswechsel gemacht, Salbe drauf. Und ich sage, so, jetzt brauchen wir mindestens 3-4 Verbandswechsel mehr. Wir müssen dann noch 3-4 Mal eine Nachkontrolle machen. Der Hund sehr, sehr ängstlich. So, und dann gucke ich so und denke so, der hätte doch gar nicht dran lecken können. Wir haben noch einen Halskragen drauf. Ja, was haben die Besitzer gemacht? Die haben den Halskragen abgeschnitten, weil der Hund mit dem Fressen nicht so gut klarkam. So. Und dann kann man einfach hingehen und entweder das Futter auf ein kleines Podest stellen oder man geht einfach hin und sagt, okay, kurz zum Fressen machen wir den Halskragen ab, bleiben dabei stehen und machen die dann wieder drauf. Das ist eine Alternative. So. Nein, haben die nicht gemacht. Und geil finde ich dann immer, wenn Paare da sind, wenn dann so von einem der Seiten die kommen, ich hätte gleich gesagt, das ist zu kurz, hat sie dann gesagt. Also das war sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall, ja, der Halskragen war von uns richtig korrekt bemessen, aber der Besitzer hatte locker mal so ein langes Stück abgeschnitten. Und jetzt war es einfach so, ja, jetzt hat die Nase ein Stück rausgeragt und er kam halt hervorragend an die Pfote ran und hat natürlich entsprechend an der Wunde rumgekaut. So, ist dann immer schön. Auch, es gibt auch Fälle, wo dann die Besitzer Halskragen kurz mal abgemacht haben und sagen, nee, der hat nicht geleckt, ne? Und uns Tierärzte dafür doof halten. Nee, also die Wunde war einwandfrei. Ich habe es auch nach dem ersten Verbandswechsel oder beim ersten Verbandswechsel fotografiert. Wunde super, ja. Und jetzt hat er dann rumgemacht. Jetzt dauert es halt nochmal 2-3 Wochen länger, bis es verheilt ist. Ist super toll für so einen ängstlichen Hund, der total gerne zu uns kommt. Ja, also ich verstehe dann die Leute nicht. Ist dieses ein bisschen Mitdenken heutzutage wirklich so
viel verlangt mittlerweile? Ist das, kann man das einfach nicht mehr voraussetzen? Muss man alles doppelt und dreifach erklären? Jede Kleinigkeit, dass man sagt, nein, wir wollen den Hund nicht quälen. Wir haben uns wirklich was dabei gedacht. Und diese Halskragenlänge muss so sein und die ist optimal. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Gut, jeder Verbandswechsel sind 50 Euro. Für uns ist es Stress, für den Besitzer ist es Stress, für den Hund ist es Stress. Ich hätte es gern anders gehabt, aber manche Leute verstehen es halt einfach nicht. Wenn dein Tierarzt dir einen, nicht dir, ich habe mal so einen Halskragen gezogen, das ist scheiße. Geben wir ehrlich zu. Ja, das ist nicht schön. Aber wenn dein Tierarzt deinem Haustier, egal ob Hund, Katze oder sonst was, einen Halskragen verordnet, dann hat er sich was bei der Länge gedacht. Bitte, ihr Lieben, lasst den dran oder macht ihn dann gleich wieder drauf. Also das ist wirklich sowas, kommt einfach, überholt er einfach in einer Kurve einen Radfahrer hier auf der Landstraße und kommt mir entgegen auf meiner Spur. Super. Also auch wieder mitdenken. Es gibt einfach Leute, die können einfach nicht mehr mitdenken heutzutage. Vielleicht verlange ich auch zu viel, vielleicht sinkt das Niveau einfach insgesamt. Also ihr natürlich nicht, meine geschätzten Podcast-Hörer. Bitte lass den Halskragen dran oder mach ihn kurz ab unter Aufsicht und mach ihn dann wieder dran. Danke, dass du eingeschaltet hast. Pass auf dich und deine Fellnase auf und wir sehen und hören uns im nächsten Podcast, ihr Lieben. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.